Wie wirkt sich Mikrobiom auf die Psyche? Ja, das ist eine von sehr vielleicht nicht so der spannendste Aspekt überhaupt, was Mikrobiomforschung betrifft aktuell. Also, wir haben eine Verbindung zwischen Darmbakterien und dem Hirn. Und diese Verbindung erfolgt über verschiedene Wege. Also das nennt sich Mikrobiota Darmhirnachse, nicht Hirn, sondern Mikrobiota Darmhirnachse. Und Sie sehen, dass wir haben also Verbindung über die Nerven, ja, dann über verschiedene bakterielle Produkte. Ja, also das heißt, die Bakterien können verschiedene Neuromediatoren herstellen und die können auch unsere Gefühle ja, und letztendlich und die Funktion des zentralen Nervensystems beeinflussen, auch die Entzündungsmediatoren, sogenannte Zytokine. All das kann natürlich die Funktion des zentralen Nervensystems beeinflussen. Und das ist sehr interessant, weil die Studien der wirklich letzten Jahren haben gezeigt, dass Patienten mit Reizdarmsyndrom, die haben veränderte Komposition von Darmmikrobiom und es gibt Korrelationen zwischen Veränderung des Darmmikrobioms und zum Beispiel Veränderungen im limbischen System, wo Emotionen gespeichert werden und so weiter. Also das ist sehr spannend. Man kann das auch mit so speziellen Verfahren wie MRT, also kernspintomografisch, kann man sogar das teilweise sehen. Das ist die Zukunft. Wir wissen natürlich noch nicht, welche Bakterien hier beteiligt sind, welche Mediatoren hier eine entscheidende Rolle spielen. Aber diese Mikrobiota-Darm-Hirn-Achse spielt eine enorm wichtige Rolle bei verschiedenen Erkrankungen des zentralen Nervensystems oder bei psychiatrischen Erkrankungen. Also, es wird diskutiert, die Rolle von Mikrobiom bei Parkinson-Krankheit, bei Alzheimer, bei Depressionen, bei Angststörungen und so weiter. Das finde ich ganz spannend. Ich hatte Anfang des Jahres nämlich eine Erfahrung. Da war ich in Südafrika und habe mir eine Lebensmittelvergiftung geholt. Und als ich die hatte, also so zum Höhepunkt meiner Lebensmittelvergiftung, habe ich Traurigkeit gespürt, die ich mir nicht erklären konnte. Und hatte auch das Gefühl, dass es irgendwie miteinander zusammenhängt. Könnte das in dieser Richtung sein? Absolut. Also erstens, das, was Sie angesprochen haben, dass eine Darminfektion oder kann erstens bei einigen Patienten, nicht bei allen, Gott sei Dank, aber ich habe Patienten in meiner Sprechstunde, wo letztendlich Reizdarm beginnt, eben mit so einer Infektion. Patienten nach so einer Durchfallphase dann letztendlich spüren dann über Jahre danach Probleme in Form von Bauchschmerzen, Stuhlunregelmäßigkeiten, Blähungen und so weiter. Und natürlich auch solche Probleme können auch von psychosomatischen Beschwerden begleitet werden, wie Angststörungen, Depressionen und so weiter. Und es wurde auch eine Studie durchgeführt durch eine Arbeitsgruppe von Emerald Mayer in Kalifornien vor einigen Jahren. Und die hat gezeigt, dass wenn man den Patienten zum Beispiel, also die Patienten hat man erstmal in Kernspin eingefahren, also die waren in der Röhre. Und dann haben sie verschiedene Bilder mit negativen Emotionen gesehen. Man hat gesehen, dass das letztendlich diese Bilder auch zu veränderten Verarbeitungen führen. Und wenn Sie Joghurt trinken vor Exposition auf diese Bilder, dann hat das auch positive Effekte. Also mit anderen Worten, die Modulation der Darmmikrobiota durch Probiotika, Präbiotika kann bei vielen Patienten mit Reizdarmsyndrom
zur Besserung führen. Auch ein anderes Beispiel, das sind die Kinder mit autistischem Syndrom. Wir wissen, dass diese Kinder haben zwei Probleme. Also einerseits natürlich die psychiatrische Komponente und auf der anderen Seite gastrointestinale Beschwerden. Und die Therapie mit Antibiotika oder mit sogenannten Stuhltransfer hat in den Studien gezeigt, Verbesserung von beiden. Also sowohl die gastrointestinale Beschwerden als auch diese psychiatrische Probleme bessern sich. Sie hatten gerade eben, bevor wir bei dem Thema waren, erzählt, dass es einen Zusammenhang gab zwischen dem Mikrobiom und dem limbischen System und dass dort eben auch Emotionsverarbeitung eine Rolle spielt. In welche Richtung geht das? Geht das in beide Richtungen? Also, dass beispielsweise die Darmflora oder wie, also wie es im Darm aussieht, praktisch einen Einfluss auf das limbische System hat, aber hat das auch in beide Richtungen eine Wirkung, weil beispielsweise Stress ja auch einen Einfluss hat auf das Ja, Mikrobiom. das geht tatsächlich in beiden Richtungen. Einerseits zum Beispiel negative Emotionen, vor allem Stress, hat einen sehr negativen Effekt auf die Komposition der Darmmikrobiota. Wir haben eine Reihe von Experimenten durchgeführt vor einigen Jahren. Im Tiermodell konnten wir zeigen, dass Exposition auf Stress kann wirklich dazu führen, dass plötzlich nimmt die Zahl von den entzündungsfördernden Bakterien im Darm deutlich zu. Und wir wissen auch, dass viele Menschen, die vor allem also dem Stress ausgesetzt werden, beim häufigen Stress, dass bei diesen Menschen einfach kommt es zu Vermehrung von diesen entzündungsfördernden Bakterien, vor allem Proteobakterien. Das ist eine Gruppe von Bakterien, die wirklich sehr negativen Effekte haben im Darm. Also das ist ein Weg. Und auf der anderen Seite natürlich, wir wissen, dass Bakterien auch direkt die Funktion des zentralen Nervensystems stark beeinflussen. Also das geht in beiden Richtungen. Und hätte dann beispielsweise sowas wie Stressreduktion einen positiven Einfluss auf das Mikrobiom? Ja, auf alle Fälle, wenn wir Stress meiden, hat das positiven Effekten. Vielleicht ein bestes Beispiel dafür, wie Stress gefährlich ist, sehen wir bei Patienten mit chronisch entzündlicher Darmerkrankung, wie zum Beispiel Colitis ulcerosa. Patienten haben oft Phasen mit Ruhe im Darm, das nennt sich Remission, und dann kommt es zu akutem Schub. Und viele Patienten sagen, der Auslöser vom akuten Schub war eine Stresssituation, vielleicht eine Prüfung oder vielleicht irgendwie ein traumatisches Erlebnis. Und wir wissen, dass solche Stresssituationen können auch zu negativen Verschiebungen im Darmmikrobiom führen.